fängst du an oder ich? Mach du. Ich, okay. Also die Ludwigsstadt, da suchen wir uns 10 Bilder aus, die wir am besten finden von der Ausstellung. Die Ludwigscharts sind so von uns Schülern, die jetzt bei dem Projekt hier mitgemacht haben, so 10 besondere Bilder, die uns besonders gut hier in dieser Ausstellung gefallen haben. Ja, also erstmal werden wir von der Schule abgeholt mit dem Taxi. Und dann werden wir hier hingefahren und wo wir das halt alles so uns das ausgesucht haben und so, dann sind wir erstmal in einen Raum gegangen, haben da ein bisschen geredet und gegessen und so. Und dann später sind wir dann hier rübergegangen und haben uns das dann alles angeguckt. Wir haben Bilder von Regina Rehlang uns angeschaut. Die Fotografin, die Bilder fotografiert hat, das ist Regina Rehlang. Das waren Bilder über Mode im älteren Zeitraum, sag ich jetzt mal. Die sind so etwas älter, ne? Nicht so modern wie heute. Die Klamotten, der Stil ist ganz anders. Ich war halt sehr selten in einem Museum, deswegen kannte ich das auch nicht mehr so. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich in einem Museum war, war vor 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren, ungefähr so. Ich war noch nicht im Museum. Und deswegen war es mal wieder schön, im Museum zu sein. Wir durften hier einmal durch das ganze Schloss Oberhausen laufen. Am Anfang haben wir so kleine Klebezettel bekommen. Und sollten halt aufschreiben, was uns an den Bildern gefällt oder nicht. Und die dann unterm Bild geklebt. Und da, wo halt die meisten was hingeschrieben haben, das waren dann halt so die Top 10, oder die wir dann rausgesucht haben. Und also wir konnten halt unsere Entscheidung dann so zu dem Bild sagen. Ja, das so frei raus sagen können, was wir schön finden, was nicht. Ja. Und dann sollten wir davon halt die, also unsere Top 10 dann halt so wie jetzt bei den Kindern, die wir auch gerade zu Besuch haben, vorstellen. Wir sind hier halt gewesen und dann kamen die Kinder halt dazu. Dann haben wir uns halt erstmal so vorgestellt, halt, was die hier erwartet. Dann haben wir was gegessen. Und dann sind wir halt hier hingegangen und haben denen unsere Top 10 gezeigt. Die haben schon sehr viele Fragen gestellt, deswegen macht das auch dann Spaß zu reden und auch vorzustellen. Der war schön, ne? Also die Kinder waren immer ganz fröhlich, haben viele Fragen gestellt. Ja. Und war aufregend. Weil Spaß macht, die Kinder rumzuholen. Alle halt auch sehr gut lachen konnten. Auch wenn das hört sich doof an, das hat jetzt auch nichts mit Ausstellung zu tun. Es ist aber wirklich so, dass man so Leute hat, dem auch mal lachen kann. Dass man zusammen lachen kann mit den anderen vier Teamern. Ich kenne viele, mit denen kannst du nicht lachen. Die gehen zum Lachen in den Keller. Und das fand ich halt so mit am besten. Wirklich.